Ja, moin, ihr Hobbydetektive, und willkommen zurück zum zweiten Teil von Disappearance von Dahlia View. Okay, wir können erstmal ein paar Sachen. Oh, guck mal, Papa schreibt Missing-Schilder. Mr. Morgan is writing missing posters by hand. He's been there all evening. Oh je. Ja, vielleicht kann jemand Hinweise liefern. People are leaving flowers on Mr. Morgan's doorstep as if Charlotte May is already dead. Was? Nein. Oh, wie fies. Charlotte May's bedroom. Could someone have been watching her? Wir haben bis jetzt aber noch niemanden, noch nicht seine Frau gesehen, ne? Das war uninteressant. Hier, was macht sie denn da? Annabelle and Theodore seemed normal enough when we spoke last night. By their account, they didn't see much at all. Why would Mr. Morgan ask me to watch them? Weiß ich nicht, aber interessantes Detail. Hier wird abgeschlossen. Und da ist er. Er hat auf sie gewartet. Ah, warte. Das war auffällig. Lass mal gucken, was ist denn noch? Er scheint irgendein Problem zu haben. Sie diskutieren. Und wo gehen Sie jetzt hin? Gehen Sie ins Schlafzimmer? Nee, scheinbar nicht. Da kommen sie zurück. Sie kommt zurück. Interessant, aber jetzt komme ich mir auch vor wie ein Stalker. Also, okay, ich sollte mal woanders hingucken. Sie scheint auch besorgt zu sein. Irgendwas anderes? Aber was hat er gehabt? Was ist es, was die beiden... He's evicting one of my neighbors. It's not related to the McKees. Oh, das haben wir jetzt gerade verpasst, ne? Kann das sein? Weil ich so sehr auf die beiden geachtet habe? Er schreibt noch weiter. Irgendwas anderes noch? Nee, erstmal nicht. Da ist alles dunkel. Die beiden stehen noch bedeutungsvoll dort herum. Es gibt einen Kellereingang. Sonst ist da aber erstmal nichts, ne? Okay. Kriegen wir da noch was von mit? Scheinbar nicht. Nö, weiter scheint hier nichts zu sein, ne? Ich habe sie alle erwischt. Hoffentlich, weiß ich nicht. Aber immerhin, ja, bis auf die Zeichnung, ist alles entfernt worden. Ist hier noch irgendwas Aufregendes? Nö. Ein Auto fährt vorbei, ist ja wie im richtigen Leben. Hängt da schon ein Schild? Nein, tut's nicht. Okay, gut. Ich denke, dann sind wir erstmal... Nee, wir sind noch nicht durch, sonst für irgendwas fehlt mir noch. Haus Nummer 3. Was fehlt mir denn noch? Da drüben ist nichts. Ist aber ein schönes Foto. Was fehlt mir noch? Kann ich eigentlich mit WS? Nee, ich kann da auch nur normal so und so wie mit dem Mausrad. Es gibt einen Kellereingang. Das ist nichts von Bedeutung. Da ist auch nichts. Der Film müsste bald voll sein, ne? Was glaubst du denn, was ich finden sollte? Das Tor steht ein Stückchen weit offen.
Was müsste ich finden? Da brennt noch Licht. Fresh eviction notices. Wie kannst du das dann von hier aus erkennen? Motor Services. Das Hotel. Royal Britannia. Tja. Was soll ich denn wohl noch sehen? Weil wir kommen hier aus dieser Szenerie noch nicht heraus. Da ist nichts. Das Schlafzimmer habe ich schon. Links. Es wird abgeschlossen. Das interessiert ihn auch nicht. Da ist noch jemand. Ist aber nichts Verdächtiges. Was möchtest du denn, was ich noch sehe? Oh, warte mal. Nee, das ist nichts. Das ist nur das Vordach. Was soll ich denn deiner Ansicht nach noch sehen? Hier unten ist erstmal nichts. Ein wildes Verteilungssystem von Abwasser. Nicht Verteilung zusammenfassen, ne? Nix. Was sollte ich denn sehen? Verdächtig sehen. Verdächtiges Auto steht direkt in der Einfahrt. Da geht noch jemand lang. Guten Tag. Was soll ich sehen? Da ist immer noch sind immer noch Polizeiautos geparkt. Keine Ahnung, was soll ich sehen? Da ist nichts. Da gehen Leute lang. Aber hier? Ach, da. Das ist die Sache. Da hat er die Räumungserkündigung hingehängt. Wo ist er denn? Hat er einen Vordereingang oder kommt er auch nur hier rüber? Guck mal, die Tür ist da auch geöffnet. Da war doch eben Licht. Kommt er jetzt wieder hier hinein? Er scheint von vorne reinzukommen. Da ist aber nichts weiter, ne? Er ist noch nicht wieder zurück. Habe ich meine Miete denn schon bezahlt? Da ist er ja. Er kommt zurück, oder? I still have no idea what the problem is. Perhaps this is what Mr. Morgan was talking about. Liest er gerade Lippen? Was sucht sie da? Er kommt rüber. Er kommt nicht rüber. Sie sieht sich da irgendwas an. And now, Annabelle is. Annabelle has seen something. Just out of my view. Whatever it is, she's horrified by it. What on earth is it? Ich weiß es nicht. What are you thinking, Annabelle? What can you see? Was habt ihr beiden da? Okay, die Fotos sind immer eine Auslöser, ne? Da ist, was hast du da? Ein Messer? Frau, was hast du vor?
Nee, ich muss direkt auf sie zielen, ne? She's got a knife. Jesus, she's going to... No. She wants Theo to use it. Hm? Hm. Oder ein Hammer? Nee, ein Fleischklopfer ist das. Okay. Was macht ihr da? Was ist da los? He doesn't know which one to use. Aber wofür? Ich hoffe, er soll nur Essen machen. Nee, sieht so aus, als hätten wir schon gegessen. Theo, don't do it. Was immer es ist. Tu es nicht. Is, take pause of yourself. Hm. Und wo guckt er dahin? Theo, who are you talking to? Is that a practice swing? Dear God. Was, wo guckt er hin? Wo hat er hingeguckt? What have I just witnessed? Some time has passed since I saw Theo hit something with a mallet. I didn't actually see anything. No proof. I have no evidence at all. Hm. 40 Minuten später. Hm. Annabelle is back at the door. What in God's name? Shit! What are you doing? Well, if you would help me. I'm not touching that thing. That thing was your idea. My idea. Was passiert hier gerade? Aus der Tür. Ja. Mr. Morgan. Hello, Annabelle. Lovely evening. Yes, I suppose so. Please, if you don't mind, I have something. It's just all so sad, isn't it? Please, I really do need to be going. I'm so sorry, of course. It's fine, Annabelle. Ah, es ist ein Auto. Do. You won't hesitate to ask. Huh. Damn it, what should I do? Catherine asked me not to get involved. But this. Hmm. Und sie haben die Tür offen gelassen. Er hat die Tür offen gelassen. It's not over until it's over. I think I need to pay the McKees a personal call. Tja. Okay. Aber ich bin immer noch nicht durch, ne? Doch, bin ich. Ha! Wow. I've barely slept at all. I can't fully explain what I observed last night, and I can't shake the image of Charlotte May in the McKees pantry, lying there, helpless.
Okay, 9 Uhr, Conway's Wall. Ein Tag vermisst. Conway's Wohnung. Ja. So, was hättest du denn gern? Warte mal, mit Tab kommen wir ja da rein. Okay, Annabelle McKee. So, Annabelle hat Theo gezwungen, den Fleischklopfer in der Vorratskammer zu benutzen. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass sie die Hosen anhat. Ja. Theo hat lange darüber diskutiert, ob man das, was sich in der Vorratskammer befunden hat, mit dem Fleischklopfer bearbeiten sollte. Gewalt geht ihm offensichtlich nicht leicht von der Hand. Es war Theo sichtlich unangenehm, den Teppich in den Koffer des Autos zu bringen. Das lässt den Schluss zu, dass Annabelle das Sagen hat und Theo alles für sie tut. Okay, was kann ich denn hiermit machen, da es so aufgeregt leuchtet? Nichts, ne? Nö, okay, nichts. Gut, so. Was können wir tun? Wir gehen wieder zu unserem Board zurück, ne? Ne, warte mal, was ist das da? Was haben wir denn hier? Case files. Some I'd rather forget. Ich verstehe, aber guck mal da. Halt, warte mal, kannst du noch mal ein Stück zurückgehen? Weil das ist ja auch interessant. Was haben wir denn hier alles? Paris. Und den Rest erkenne ich nicht. When Charlotte May is found, I need to take another holiday. Catherine would love to see Pinwheel again, I'm sure. Oh, British. Achso, wir können es lesen. Gut. Britischer Geheimdienstler Held des Tages. Robert Conwell, der ein Offizier des King's Regiment, rettete mit seiner schnellen Auffassungsgabe unter Feindbeschuss mehr als 20 Mann das Leben, als sein Funkspruch abgefangen wurde. Staff Sergeant Michael Williams meinte, Conwell, 22, habe die Nachricht in Rekordzeit entschlüsselt. Ein Aufklärungszug sollte gerade direkt in Feindgebiete entsandt werden, als Robert Conwell die Initiative ergriff und ein deutsches Funkgerät erbeutete, mit dem er die gegnerische Kampfpläne abhören konnte. Die 20 Mann, die er so gerettet hatte, sollten den weiteren Kriegsverlauf noch entscheidend beeinflussen. Weiter auf Seite 5. Er ist okay, er ist cool. I thought the days of me developing reel after reel of film were behind me. I almost miss it. Barbie mess. Naja. Mietkürzung? Oh, er hat also schon bezahlt. Was denn? Er hat noch nicht bezahlt. Okay. Developing film. Okay, Filmentwicklung im 20. Jahrhundert. Was ist das? Arznei? Botisol Sodium? Sagt mir nichts. 20 Tab Table Contents. Sagt mir nichts. Kommt mir vor wie ein Schmerzmittel. Kann das sein? Irgendwas in den Dingern? Nee, nichts. Nichts weiter. Okay, weiter kommen wir nicht herum. Okay, alles klar. Gut. Hier drüben können wir noch mal gucken. The police are searching out in Riverport. They haven't seen what I have. And it's too soon to involve them. Ja, wohl wahr. Es ist noch zu früh. Das sehe ich auch so. Was ist das denn? Ach so, die Kammer. Ah, sehr gut. Das Badezimmer ist also für Fotoentwicklung da. Now, to gather some evidence from the McKees. Okay. Filmrolle. Zoom. Okay, aber warte mal, wie war das noch? Okay, so, stimmt. Okay. Soll ich jetzt tun? Wohl nicht, ne? Lappen. Ja, krass. Okay. Also, da nicht. Was haben wir dort? Nichts. Die Schere nehmen wir an. Die Filmspule. Ja. Aber, okay. Machen können wir damit erstmal nicht besonders viel. Was ist hier? Waschbecken. Ich könnte mir mal Wasserhahn. Hot. Sehr gut. Hat super funktioniert. Und ein bisschen kalt. Okay, reicht. So, was noch? These are developing nicely. Okay, aber mehr hat er dazu nichts zu sagen. Hä?
Was genau sollte ich jetzt tun? Da geht's nur wieder da dran. Was ist. Nee, da geht's nur wieder dort dran. Die nicht. Leave Bathroom. Ja, das halte ich für eine kluge Idee. Ich weiß nicht, warum ich dort bin. So. Ist denn hier sonst noch was? Da haben wir was. Da haben wir nichts. Okay, na denn. Gehen wir mal raus. I'll need my bag if I'm going to gather any real evidence. Natürlich, deine Tasche. Sehr gerne. Ermittlungswerkzeug. Nicht hier. Nein, Ermittlung beenden. Okay, wo ist denn deine Tasche? Nicht hier. Nicht dort. Was hast du denn da hinten dran? Was ist das? Ein Rekorder? Vielleicht hier? Da ist ja... Okay, da haben wir die Brosche. Tja. Okay, damit machen können wir aber nichts. Das haben wir doch gerade schon gesehen. Du brauchst deine Tasche. Da ist ja die Tasche. Now, to find out what the McKees were doing in that pantry. Oh, warte, halt, neue Aufgabe. Meine Beobachtungen zufolge haben die McKees ganz klar etwas zu verbergen. Ich muss herausfinden, was in der Vorratskammer war. Mehr Zugang zur Wohnung der McKees zu verschaffen, die Vorratskammer auf Spuren untersuchen. Ist das ein guter Plan? Also, naja, weil da ging es doch ein paar Stufen nach oben und so. It's not much to go on, as of yet. Okay. I'll see to that. Wird das denn funktionieren? Da ging es doch ein paar Stufen. Naja, gut. Okay, hatten wir schon. Möchte ich erstmal ein Käffchen trinken? Wohl nicht. Nun denn, wir gehen wieder weiter. So. Zum Aufzug, ne? Touch. Genau. Ding. Okay. So. Da ist ja der Aufzug. Okay, alles klar. Nun denn. Und er dreht sich im Aufzug. The McKees really did kill Charlotte May last night. There must be some evidence left in their pantry. Ja. Ja, wenn das so ist, ne? Uah. Müsste ich nicht erstmal auch meine Miete bezahlen? Halt, irgendwas Neues an Post? Da ist keine Post. Warte mal, was ist denn das? Basement Access. Da komme ich aber nicht hin. Wir kommen nicht in den Keller. Schade. Nun gut. Wieso komme ich... Hä? Ich komme da nicht raus? Warum nicht? Ich komme da nicht raus. Ich komme da nicht raus. Hä? Okay. Lesen, Ermittlung beenden. Warte mal. Ich muss doch von draußen ran, oder? Annabelle McKee, Theo McKee. Oder muss ich herausfinden? Oder kriegen wir das hier rüber hin? Warte mal, Ferry. Die sind im Ground Floor. Die doch da. Nummer 8. The McKees live at number 8 on this floor. Ach, okay. Das ist ja dann einfach. Das ist ja dann wirklich einfach, weil das haben wir ja schon gefunden. So. Ne, halt, Aufzug brauche ich nicht. Okay, ein bisschen weird, aber geht schon. So, wo ist denn Nummer 8? Naja. 5, 6, 7. Ja, jetzt gehen wir erstmal nicht von dem Schlimmsten aus. Wohnung der McKees. Bleach. The McKees have been busy. Oh. Oh oh. Ja, aber komm, noch ist nichts. Noch ist nichts bewiesen. Hi. Hello. Hello, Mrs. McKee. We spoke a few days ago. Yes. Please call me Annabelle. Annabelle, of course. I'm sorry it's taken me so long to get around to you. That's fine. I'm sorry. How is it I can help, Mr. Conway? Well, it's all a bit sensitive, I'm afraid. I wondered if I might have a word in private, if you would. Well, I... Mrs. McKee,
Annabelle. I'd rather not state my purpose out here in the hallway where any one of your neighbors might be listening. Wouldn't you agree? Hmm. Of course. Why don't you step inside for a moment? Excellent idea. I promise not to take up too much of your time. I'm sure you have your hands full. So, what's the purpose of all this, Mr. Conway? I hope it's not about what we... Well, why don't you get to it? Of course. Well, it's actually quite simple. I'm sure you've heard that I was once a private investigator. Well, nonetheless, Mr. Morgan has asked me if I would look into everyone who knew Charlotte May. I see. And so you've come to look at us. Look, let me be straight. I've been an investigator my entire life, and I have a sense about people, you might say. Is that so? I don't think you or your husband have anything to hide. In fact, this might be a waste of time altogether, but I think it would put Mr. Morgan's mind at ease if I ask some basic questions anyway. What do you say? Well, however we can help. As long as it's not too long is all. No, of course not. All I need you to do is tell me in your own words what you did on the night that Charlotte May was taken. Right. But I thought you... Before you begin, I'm sorry to ask, but would you mind if I used your lavatory? No, not at all. It's right behind you. Thank you. And please, Annabelle, you look worried. I'm sure you had nothing to do with it. Hm. Das hat er rhetorisch geschickt eingefädelt, ne? Kann man ja nicht anders sagen. She's lying. It's written all over her. Time to find out why. Ja, muss er was Zugänge kein halten oder ziehen, wenn diese Option abwehr, reicht die Interaktion. Sonst einfach das Tippen aus. Okay, keine Ahnung. Ich aktiviere es mal. Da ist ein Brief. Mhm. So, lass uns mal lesen. Ja, es muss aber noch nichts heißen. Denn, ja, weiß ich nicht. Das ist, wenn das tatsächlich das Kind gewesen wäre, dann hätte er doch, und das Kind wäre tot gewesen, dann hätte er doch nicht nochmal drauf einschlagen müssen. Also könnte das Kind gelebt haben. Wenn das Kind aber gelebt hat, dann wird es sich kaum die ganze Zeit halt eben da unten versteckt halten. Also es wird irgendwas anderes gewesen sein. Vielleicht nicht ganz legal, wissen wir nicht, aber ja, noch keine Schlussfolgerung. Mr. A. McKee, bezugnehmend auf unsere letzte Sprechstunde, muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass Ihre Unterleibsschmerzen höchstwahrscheinlich auf Komplikationen während der Frühphase Ihres ersten Schwangerschaftsdrittels zurückzuführen ist. Sie ist schwanger. Oh, ich würde Ihnen dringend einen weiteren Termin bei mir ans Herz legen, damit wir darüber reden können, dass es unter Einbeziehung aller Gesichtspunkte sicher, dass Ihre Schwangerschaft nicht erfolgreich verlaufen wird. Oh. Bitte rufen Sie so weit wie möglich in der Praxis an, um einen weiteren Termin zu vereinbaren. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Smith. Dr. Smith, addressed to Annabelle. Hm. Gefunden mögliche Beweise. Da sehen wir aber nur den Brief, sonst nichts. Okay. Was noch? Hm. Hände waschen? Normale Seife. Moment, vielleicht sollten wir tatsächlich erst die Toilette benutzen. Gibt's hier. Wir sollten zumindest den Schein wahren, ne? Hm. Das war's? Ja, das scheint's gewesen zu sein. So, dann lass uns auch nochmal Hände waschen. Seife. Cool. Okay, das muss reichen, ne? Okay. Nein! Hilfe! Okay. Wow. Ist da noch was? Da ist noch was. Sie ist da. Mr. Conway? Can I offer you a cup of tea? Okay. Ja, ein Stück Zucker, bitte. Yes, one sugar. Das hat dir nicht gereicht? Warum hat sie ihn da jetzt so lange innegehalten? Und außerdem ist das ganz schön aufdringlich, dass sie fragt. Ja.
Parfum. Okay. Ja, nun ist es Parfum. Aber da liegt hier irgendwas drunter. Mrs. A. McKean, Wonder Peak Time Return from Riverport. Achso, wir können auch lesen. Schultertasche ist leer. Was? Was? Schultertasche? Fahrschein, Hin- und Rückfahrt nach Riverport. A tram ticket. Ja, gefundene mögliche Beweise. Clearly didn't use this tram ticket. Da ist nix, da ist nix. Oh, warte, ich war noch nicht ganz fertig. Nix. Schon wieder dieses Spray. Spray Air Freshener. Lavendel, das überdeckt eine ganze Menge. Ja, warum hat sie so viel damit rumhantiert? Okay, gut. Warum kann ich das nicht mehr... Geh das mal weg, bitte? Okay, ich denke, wir können das Bad verlassen. Mehr ist hier nicht. Nein, Bad verlassen. I apologize. Where were we? Ah, yes. You were going to tell me what you were doing on the night that Charlotte May was taken. I've been thinking about it and there's not much to say. Literally anything would help. Well, I remember it clearly. I think everyone here knows exactly where they were. It was so shocking. I'd made Theo his tea in the afternoon at about 3 and wrapped it up for him to have later. He was working all day over at Levy's garage and performing later that night. I went to the shops at some point, I think. I didn't see Charlotte May at all that day. And I was out of town for most of the night. I think the last time I saw her was on the Wednesday. She was playing outside between her homeschooling, as I recall. Okay. Warum hat sie die Haustür abgeschlossen und auch hier diesen Raum abgeschlossen? Aber da hinten ist eine Fensterscheibe, da könnten wir vielleicht durchgucken. Sie hat den Schlüssel ganz nach oben gelegt, auf ein Board, wo sie sich hochrecken musste, also möglicherweise dort oder dort. Okay, also Auftritt. I'll stop you there if you don't mind. Instead of Theo's performance, I think it would be more beneficial to talk about what you and your husband were doing whilst Charlotte May was being taken. Right, I see. What time was that? You don't remember clearly. I was sitting in my flat at the time. 10 o'clock is when I first noticed something was happening. I had a good view from my window. I imagine you'd have a good view from your kitchen window also. Perhaps even your pantry. Actually, Mr. Conway, I'm sorry. I feel awfully uncomfortable talking about this without Theo here. I think it's best I don't answer anything he might object to. You're right. I completely agree. He usually takes his break around now, does he not? Perhaps. Would it be possible of you to go and get him so that we might continue the conversation? I don't think that's a good idea, Mr. Conway. In fact, I think I'd feel better if we ended the conversation here, if it's all the same to you. No, you're right. If you don't feel it appropriate, then best not to bother. Thank you. I was hoping to clear it all up today, you see. I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after, or even the day after that. It's not in my character to be a nuisance. However, I did promise Mr. Morgan. Perhaps I'll return later on. Wait. If it's not going to take too long, I could... fetch him now, and we could resolve the matter. Mrs. McKee, if you would do that for me, it would put Mr. Morgan's mind at ease, I'm sure of it. Christ. Okay, well, I think it's best you come with me. I fear I'd only slow you down. The stairs, you see. No, I'll wait here for your turn. Fine, just wait here. Warum ist sie so? Sie hat die Frage nicht beantwortet. Sie möchte, dass er dabei ist. Sicherlich, um die Antworten abstimmen zu können. Okay, wir sollen jetzt da irgendwas machen. To get that key down. Ja,
Okay, ist das ein guter Plan? Ist das ein... Guck mal, sie spielen... Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben bestimmt Zeit. Oh, okay. Wer gewinnt? Keine Ahnung. Na schön. Holen wir uns also den Schlüssel. Du kannst ja nicht aus dem Fenster gucken, bist du sicher? Ah, nee, das geht nicht. Okay. Holen wir den Schlüssel runter. So. Wie soll das gehen? Okay, ich kann nicht ausweichen, ich kann nur vor oder zurückgehen. Zurückbringt uns. Oh, ah! Naja, das Ding ist, damit sie keinen Verdacht schöpft, müsstest du den Schlüssel auch wieder nach oben bringen. Das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt hier. Und außerdem die Einrichtung zerstören, weiß ich nicht, ob das... Ja, weiß ich nicht, ob das ein guter Plan ist hier. Ich glaube irgendwie nicht. So, E-Inventar. Okay, ja gut, den Schlüssel. Da bitte rein. Charlotte, were you in here? Ja, warst du hier? Give me something. Hinterlass noch mehr Beweise, dass du hier gewesen bist. Okay, gut. Mit diesem Blick aus dem Fenster, wie hat er da überhaupt reingucken können? Nun gut, aber mit diesem Blick aus dem Fenster, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder und dann bringen wir hoffentlich ein bisschen mehr Licht hier hinein. Die Mekis, also irgendwas ist mit denen, ja, irgendwas ist da seltsam, aber naja, nein, noch keine Meinung äußern. Nein, es ist noch zu früh für eine Meinung. Also nochmal danke fürs Zuschauen und bis gleich.